Signa Pactus Recipus. Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Hodie mecum eris in paradisum. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tolles Paradies. Kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Tut mir leid für die Störung. Verzeihung. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Mal gut geht. Ups! Alles okay? Ja. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Den konnte jemand nicht ausstehen. Oh, noch eine alte Notiz. Thank you.
Scheiße, Schorla. Elena, runter. Ich sehe sie. Da ist nichts, hä? Hey, hörst du mich? Geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ich hab sie! Gutes Team! Verdammt! Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Thank you.
Mist, wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Wozu hat sie sonst eine ganze Armee? Meinst du, sie haben ihn schon? Hoffentlich nicht. Aber besser für Sam. Erfrischend. Vorsicht da unten! Süß. Ich soll den Körper für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Glaubst du, die Siedler haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Wunderschön. Durch.
Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Toll, danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Schon okay. Ich nehme es mal als Kompliment. Solltest du auch. Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Das sollte gehen. Okay, weg da! Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Okay. Sieh mal, Thomas Two Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott! Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Two. Wollen wir wetten? Thomas Two, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm.
Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit! Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Halt die Augen offen, ja? Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Tages pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Bingo. Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber.
Hallo. Hey, na bitte. Mehr Fußspuren. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Okay, dann los. Bereit? Von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang.
keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Ich frage mich... Nein. Das könnte... Ist es nicht. Dann mal los. Verdammt! Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste, und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Mal los. Vorsichtig, nicht. Hey, bücken. Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden's rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja.